Hallo und herzlich willkommen zurück zu Disney Dreamlight Valley. Ja, in der letzten Folge haben wir uns mit Scar quasi zusammengetan und jetzt müssen wir, jetzt müssen wir eine Aufgabe mit Buzz antreten. Wundert euch nicht über Erik, weil der wollte mich heute mal begleiten. Buzz, warum versteckst du dich da in der Ecke? Kadett, auf unserer letzten Mission haben wir herausgefunden. Nein, du hast mir sogar geholfen, mich daran zu erinnern, dass man als Held nicht nur Schurken bekämpfen muss. Hättest du die Zeit, mich in dieser Hinsicht weiter zu unterstützen? Ich bin ganz Ohr. In unserer Nachbesprechung am Ende unseres letzten Missions hast du mir gesagt, dass ein Held zu sein bedeutet, sich um andere zu kümmern. Aber ich habe mich nicht sehr um Ursula gekümmert. Ich muss die Dinge in Ordnung bringen. Ich weiß nur nicht wie. Was würdest du von jemand anderen erwarten, ja? Eine aufrichtige Entschuldigung kann viel bewirken. Ich habe geahnt, dass du das sagen würdest. Und du hast recht. Allerdings hatte ich gehofft, dass es einen weniger peinlichen Ausweg geben würde. Nun, ich weiß, was ich zu tun habe, Gameplayerin. Ich nehme nicht an, dass du mitkommst. Es wäre gut, etwas Unterstützung zu haben. Ja, natürlich. Ich kann gerne mitkommen. Oh. Schnell Tee drücken. Ja, sehr schön. Ursula, die ist irgendwie immer woanders heute. Die beiden sind ausnahmsweise mal zusammen. Aha. Ursula weiß schon wieder nicht genau, wo sie hin soll. Ich port mal ganz schnell darüber. Ursula, bleib mal stehen. Nein, wo ist sie jetzt schon wieder hin? Oh, das ist so ätzend. Wo ist sie denn jetzt? Och, Ursula. Jetzt ist sie da auch schon wieder weg. Willst du mich hier veräppeln? Boah, das ist nicht dein Ernst, echt. Komm, wo schwimmst du, blödes Mistvieh, wollte ich gerade sagen. Wo schwimmt die wieder hin? Was ist hier? Irgendwo? Da. Oh, was ist jetzt los? Mit welcher schrecklichen Tat habe ich einen weiteren Besuch von dir verdient? Ich möchte mich entschuldigen. Wirklich? Nun, Schätzchen, ich bin ganz Ohr. Ursula, es tut mir leid. Ich hätte dir nicht unterstellen sollen, dass du einen ruchlosen Plan verfolgst. Ich hoffe, wir können in Zukunft gute Nachbarn sein. Was die Entschuldigung angeht, sie war erbärmlich. Aber ich nehme an, das muss genügen. Jetzt ab mit dir. Du solltest nicht zu lange bleiben. Hier drüben, ich brauche Hilfe. Ich bin froh, dass ich mich bei Ursula ausgesprochen habe. Gameplayerin, diese Reise hat mich auf eine Idee gebracht. Wir sollten eine Star Command Akademie eröffnen, um andere Beschützer des Tals auszubilden. Egal, ob sie in der Vergangenheit Helden oder Schurken waren. Fangen wir mit 3 Rekruten an. Natürlich werden wir sie Space Ranger Abzeichen brauchen. In der Tat, das kann deine nächste Mission sein. Du musst erst blaue Tinte herstellen, bevor du die Abzeichen fertigen kannst. Die Zutaten sind leicht zu beschaffen. Ich vertraue darauf, dass du damit keine Probleme hast. Melde dich bei den Abzeichen, mit den Abzeichen bei mir, wenn du fertig bist. Ich überlege mir schon mal, wen wir rekrutieren sollen. Okay. Nimm doch schon mal Prinz Erik, der steht direkt hinter mir. Gut, dann schauen wir mal nach. Wir müssen nämlich auch noch Eisenbarren herstellen, habe ich gerade gesehen. So, einmal das. Stoff haben wir ja, ne? Genau. Und etwas blaue Tinte brauchen wir dann noch. Die wir nicht machen können, weil wir kein leeres Fläschchen haben. Okay. Dann müssen wir 3 leere Fläschchen machen, die wir nicht machen können, weil wir nur für 2 Glas haben. Glas können wir aber herstellen. Ja, dann würde ich sagen, Kohle hat man, Kohlen
Erz hat man ja eh mal genug von. Stellen wir nochmal 10 Glas her, so. Noch ein Fläschchen. Und dreimal blaue Tinte. Ach, da brauchen wir nur Blaubeer. Ja gut, blaue Tense, okay, da haben wir nicht so viel von. Aber das reicht auf jeden Fall. Also das ist schon in Ordnung. So, und Space Ranger Abzeichen. Brauchen wir auch dreimal dann. Logischerweise. Das ist aber schon ein cooles Abzeichen irgendwie. Wo ist Buzz? Er ist immer noch unten am Strand. Den ich auch mal wesentlich schicker machen wollte, nebenbei bemerkt. Geh mir doch mal aus dem Weg hier. Buzz, da hinten ist er. Jetzt lauf doch nicht weg, Kleiner. Bleib doch mal stehen. Mal diese unerzogenen Spielzeuge. Erstaunlich, Kadett. Diese Abzeichen des Space Rangers sehen sehr authentisch aus. Nun müssen wir nur noch entscheiden, wen wir für unsere Star Command Akademie rekrutieren. Wir brauchen jemanden, der beweist, dass auch Kleine heldenhaft sein können. Das ist selbstverständlich Remy. Außerdem kann er für alle kochen. Hoffentlich macht es ihm nichts aus, dass er für einige von uns Lufttee und Luftkekse zubereiten muss. Okay, wer sonst noch? Wir brauchen jemanden, der ein erfahrener Entdecker ist. Das klingt für mich nach Vaiana. Ich habe von ihren Reisen gehört. Sehr beeindruckend. Okay, wer sonst noch? Wir brauchen jemanden mit etwas Biss. Wie Scar. Er hat das alte Abzeichen schon so lange, dass er praktisch schon ein Space Ranger ist. Mir gefällt deine Denkweise, Gameplayerin. Nun, ich würde sagen, du bist bereit für deine erste Rekrutierungsmission, Gameplayerin. Viel Erfolg. Tschüss. Also, Vaiana, Scar und Remy. Scar ist gerade hier unten. Braucht man doch mal dahin. Vaiana, Scar und Remy. Was für ein Zufall. Genau dich wollte ich sprechen. Da bist du ja. Du schon wieder. Na prima. Was ist das? Noch ein Space Ranger Abzeichen? Warum bringst du mir eins, Gameplayerin? Ich habe keine Lust, eine Sammlung anzulegen. Buzz und ich möchten, dass du dich unserer neuen Space Ranger Akademie hier im Dreamlight Valley anschließt. Du weißt schon, da du und Buzz schon so lange Freunde seid. Aha. Oh, zum letzten Mal. Ich habe diese mickrige Nervensäge nur erduldet, weil er ungenießbar ist. Warum willst du mich überhaupt in deiner kleinen Akademie haben? Ich vertraue darauf, dass Gutes in dir steckt. Oh, wie gastfreundlich von dir. Und wenn du es nicht tust, um anderen zu helfen, dann tu es wenigstens für dich selbst. Du wirst dir den Respekt der anderen Dorfbewohner verdienen und es wird eine Menge zu essen geben. Nun, wenn du es so ausdrückst, gut, Gameplayerin, ich werde mich deinem kleinen Club anschließen. Du hast es geschafft. Hurra! Hurra, hurra! Der Scar mit dem orangen Haar. Oder auch dem schwarzen, wie auch immer. Vaiana, die steht jetzt da so blöd auf der Treppe. Gehen wir mal dahin. Vaiana, ich laufe in die falsche Richtung. Kleines, bleib stehen. Hallo? Hallo? Hallo! Hey, Gameplayerin. Was für ein Abenteuer erwartet uns heute? Buzz und ich würden uns freuen, wenn du dich unserer neuen Star Command Akademie hier im Dreamlight Valley anschließen würdest. Wir brauchen deine Erfahrung als Seefahrerin. Hm. Das klingt toll, aber ich navigiere nach den Sternen, nicht zu den Sternen. Bist du sicher, dass ich dafür geeignet bin? Du hast deine Insel verlassen, um sie zu retten, obwohl du noch nicht viel über das Segeln wusstest. Das ist eine Definition von Heldenmut. Ich schätze, so habe ich das noch nie gesehen. Und es klingt wirklich nach einer interessanten neuen Reise. Also gut, Gameplayerin, ich werde es versuchen. Komm einfach wieder. Ich bin definitiv hier. Das ist schön. Dann bleib den ganzen Tag auf der Treppe stehen. Ist alles gut. Ach so, Remy, genau, der war der Letzte. Dann müssen wir ihm noch helfen. Also helfen, ne? Eigentlich hilft er uns.
Ja, und da will man einmal zu Rimi gehen und schon klingelt DHL an der Tür. So, Rimi, das ist für dich. Ah. Bonjour. Hey, Gameplayerin, was kann ich heute für dich tun? Hast du eine Sonderbestellung? Bass und ich würden dich gerne für unsere Star Command Akademie rekrutieren. Denk nur an all die Rezepte, die du dir ausdenken könntest. Stimmt, ich könnte für jedes Seminar eine neue Nachspeise kreieren. Was für eine Herausforderung. Aber sind die Space Rangers nicht große, starke Helden? Ich bin mir nicht sicher, ob ich für Star Command der Richtige bin. Heldentum gibt es auch im Kleinen. Glaubst du das wirklich? Das ist wirklich inspirierend. Ich habe in letzter Zeit darüber nachgedacht, mich an einigen Aktivitäten des Dorfes zu beteiligen. Diese Gelegenheit ist zu gut, um sie verstreichen zu lassen. Ich bin dabei. Hoffentlich sehen wir uns bald. Ja, ich backe zwar gerade irgendwie in deinem Restaurant, so jetzt. Bass, wo bist du? Da unten. Geh mal weg, Erik. Ich brauche Platz. Heißt das, er ist in seinem Zuhause? Er ist in seinem Zuhause, ja. Bass, warum stehst du immer vor der Tür, wenn ich hier reinkomme? Aha. Sind unsere Rekruten bereit, in die Reihen von Star Command einzutreten? Bereit und ungeduldig. Tolle Neuigkeiten, Kadett. Es sind nur noch ein paar Dinge zu tun. Sorge dafür, dass unser Hauptquartier einladend aussieht und dass unsere Uniformen in bester Verfassung sind. Ich schlage einen geeigneten Landeplatz für unser Schiff vor. Asphalt sollte genügen und einen blauen Luftballonbogen für die Zeremonie. Das überlasse ich dir. Sobald die Gegenstände fertig sind, platziere sie um das Wohnmobil. Ich meine Star Command, damit alles für die Begrüßungszeremonie bereit ist. Okay, jetzt habe ich nur ein Problem. Asphalt ist, glaube ich, ziemlich teuer. Weil wir dafür nämlich genau das brauchen, was ich die ganze Zeit sammle, weil ich viel, 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 viel zu wenig davon habe. 20 Asphalt brauchen wir. Zaun und Pflasterung. Da ist Asphalt. Ah nein, es sind keine Steine. Oh, sehr schön. Dann würde ich sagen, nehmen wir die doch mal. 20 Mal. So. Achso, ja. Blauer und silberner Bogen. Das war's. Ach, Kompassottomane. Ach, ich hab's gefunden von der vorletzten Folge, was wir eigentlich gesucht haben. Das kann man herstellen. Ah, okay, gut zu wissen. Auch wenn ich das jetzt gerade für diese Sachen nicht brauche. Das muss doch hier drin sein eigentlich. Kann ich das denn nicht herstellen? Oder muss ich im Moment? Nee, ich muss einen herstellen. Blauer und silberner Luftballonbogen. Blauer und silberner Luftballon. Aber ich habe doch keine Luftballonbogen bisher gesehen hier drin, oder? Doch, hier. Ah, können wir aber nicht. Oh, ist das euer Ernst? Das sind diese scheiß teuren Teile. Oh nein. Das ist wirklich nicht euer Ernst. Achso, wir müssen aber nur einen Bogen im Endeffekt herstellen. Dann brauche ich aber trotzdem noch 7-mal die blaue Sternlilie. Boah, ich wusste, ich hätte noch Pflanzen farben sollen. Oh, noch 11-mal das blaue Sumpfmilchkraut und Eisenbarren. Ja gut, die Eisenbarren, das ist nicht das Problem. Die kann ich machen, aber... Boah. Wo war das jetzt gerade? Jetzt muss ich hier nochmal eben... Da, also, wir brauchen 7-mal blaue Sternlilie und 11-mal blaues Sumpfmilchkraut. Sumpfmilchkraut. Ja, dann tut es mir wirklich sehr, sehr, sehr leid, aber ich kann es dann im Moment noch nicht weitermachen. Das heißt, ich muss auf jeden Fall mal schauen, wo ich diese Sachen überhaupt herbekomme. Ach, da ist auch noch was. Und ja,
Das ist unter Sammeln, glaube ich, ne? Die Pflanzen. Ja. Und dann werde ich mal schauen, dass ich irgendwie das Ganze zusammenfarmen kann. Für euch ist das nur ein Katzensprung. Für mich werden es wahrscheinlich die nächsten Stunden werden, bis ich das zusammen habe. Ich versuche mich zu beeilen und hoffe, dass wir dann gleich direkt weitermachen können. Bis gleich. Ja, und wie ihr sehen könnt, ich war eigentlich bei der ganz anderen Aufgabe, aber ich habe hier gerade eine Erinnerung bekommen. Ich weiß ehrlich gesagt gar nicht mal, was ich gemacht habe. Ich glaube, ich habe die Nachtdornen weggemacht und habe eine Erinnerung bekommen und habe jetzt endlich die Voraussetzung für Wally damit freigeschaltet. Ja, das wollte ich euch nur mal eben gezeigt haben. Wenn ich daran denke, werde ich genau jetzt auch mal kurz einen Screenshot von dieser Erinnerung machen. Beziehungsweise ich kann euch das eigentlich auch so zeigen, wenn wir schon mal hier drin sind. Und zwar war das dieses Bild hier. Darum geht es. Das sammelt ihr als Erinnerung und dann geht's mit Wally weiter. So, ich bin jetzt endlich soweit. Wundert euch übrigens nicht, weil Scar jetzt neben mir herläuft. Ich habe inzwischen gewechselt. Wir haben auch schon wieder einen Tag später in der Realität. Es ist einfach schrecklich, wie lange diese Blumen brauchen, bis sie wieder zurück sind. Oh ja, und es ist endlich frei. Ihr seht, ich habe es gerade so geschafft, 20 von diesen blauen Sumpfmilchkraut zu bekommen. Das sind die auf der Lichtung unten. Und die blauen Sternlilien habe ich gestern schon die 21 gehabt, aber es ist trotzdem, es ist einfach nur ätzend, muss man ganz ehrlich sagen, die zu farmen, wenn man die nicht hat. Das dauert unheimlich lange. So, jetzt habe ich den hergestellt. Achso, platziere. Oh, ich wollte gerade sagen, ich habe das doch schon platziert. Für die große Öffnung rund um Bass Wohnmobil. Das Wohnmobil ist hier, dann schauen wir doch mal. Es wäre schön, wenn ich auch sehen würde. So, ich würde sagen, zack. Und ja, der Asphalt, keine Ahnung. Wie viel Asphalt haben wir? Ich weiß es nicht, ehrlich gesagt. Es sieht total dämlich aus, weil das jetzt natürlich, ja, einfach blöd aussieht. Wie viel haben wir denn jetzt noch? 10. Muss ich das eins runterziehen? Das nimmt doch so an, ne? Dann machen wir mal den Asphalt noch hier oben hin. Ich weiß nicht, ob man das da drunter machen kann. So ein bisschen. Ja, kann man. Okay. Dann haben wir noch 6 Stück. Eigentlich ist es total dämlich, was ich hier gerade mache. Aber irgendwie muss ich das ja jetzt verbinden. Also beziehungsweise hier drauf machen. So. Haben wir jetzt alle? So. Gehst du auch raus? Kehre zu Bass zurück. Wo ist Bass? Der steht hier. Achso, der ist hier drin wahrscheinlich, ne? Das sieht aber ganz gut aus hier. Scar, wenn du mich mal da durchgehen lassen würdest. Eine weitere Mission, die du mit großem Erfolg abgeschlossen hast, Kadett. Während du weg warst, habe ich Remy seine erste Aufgabe übertragen. Er hat ein beeindruckendes Buffet für die Begrüßungszeremonie vorbereitet. Aber keine Sorge, es wird mehr als nur Lufttee und Luftkekse geben. Ich brauche dich, um das Buffet aufzubauen und vergiss nicht, deine Uniform anzuziehen, bevor wir mit der Begrüßungszeremonie beginnen. Meine Uniform. So. Ja, irgendwo habe ich die, glaube ich, noch gespeichert. Das ist richtig. Glaube ich zumindest. Oh Gott. Okay, das machen wir erstmal weg hier. Kann nämlich sein, dass ich da gleich was hinstellen muss. Ich weiß ja nicht, wie groß das Buffet ist. So, dann. Oh, das ist eigentlich sehr groß. Wie machen wir das denn? Hier hinten ist noch was Platz. Dann machen wir es mal hier. Dann kann man auch besser da rumlaufen. Hat man hier keine eigene Kategorie? Ja, weil wir das jetzt nicht bekommen haben wahrscheinlich. Jetzt muss ich mir diese schöne Uniform mal eben raussuchen. wenn ich sie denn... Och, wie süß, das ist mir noch gar nicht aufgefallen. Ich habe Remy in der Tasche. ja.
Ich finde es jetzt gerade, ehrlich gesagt, nicht. Aber ich habe auch sehr, sehr viel eingekauft, muss ich dazu sagen. Da findet man die Sachen natürlich dann auch nicht auf Anhieb. Ihr hört wahrscheinlich schon... Ach, Moment, hier. Ich wollte gerade sagen, ihr hört wahrscheinlich schon meine Maus rattern im Hintergrund. So. Muss ich hier nochmal raus? Nee, ich bin einfach nur so ein bisschen... Hallo? Ist das jetzt leicht verbuggt, weil ich kann mich hier gerade nicht bewegen? Hallo? Ja. Vor allen Dingen ist jetzt gerade alles weg. Och nein, ist das euer Ernst? Ich port mal eben hier oben hin. Ich hoffe, das resettet sich jetzt. Nein, sieht nicht danach aus. Och Disney, was tust du mir denn an? Ist das jetzt dein Ernst? Ja, es tut mir leid. Da muss ich, wie es aussieht, erstmal einen Neustart machen. Wir sehen uns dann gleich. So, ich stehe jetzt wieder an der Tür und ich habe immer noch dieses hässliche Kostüm an. Ich soll aber zu Bass zurückkehren, aber der hat den Tisch nicht mehr drin. Oh, jetzt sag mir bitte nicht. Der hat den Tisch nicht mehr drin. Och, komm. Jetzt sag mir bitte nicht, dass das jetzt hier kaputt ist. Erstens, wo ist Scar? Der ist jetzt auch zurückgesetzt, oder wie? Ja. Glückwunsch, Kadett. Die Begrüßungszeremonie war ein großer Erfolg. Unsere neuesten Rekruten waren anwesend. Alle hatten Spaß und schienen das Buffet zu genießen. Ja, schön, dass ich nichts davon mitbekommen habe. Vielen Dank deswegen. Als ich auf eine Aufklärungsmission in dieses Dorf kam, wusste ich nicht, was mich erwarten würde. Aber du hast mir geholfen, meinen Platz zu finden, mich an meine Vergangenheit hier zu erinnern. Und du hast mir geholfen, herauszufinden, was für einen Helden das Tal braucht. Kommen dir etwa die Tränen, was? Ich habe von dir gelernt, als ich noch klein war. Wow, das bedeutet mir viel. Die Zusammenarbeit mit dir hat mich zu einem besseren Space Ranger gemacht, Gameplayerin. Deshalb denke ich, es ist höchste Zeit, dass du einen neuen Rang erhältst. Ich befördere dich vom Kadetten zum vollwertigen Space Ranger. Oha, das freut mich sehr. Nun, du hast es verdient. Und da du jetzt ein Space Ranger bist, brauchst du das hier. Dein eigenes Jetpack. Mhm. Ah ja, okay, das sieht wenigstens nicht ganz so lächerlich aus. Okay, die Definition eines Helden habe ich vollständig. Die nächste Frage wäre... Oh ja, er ist jetzt raus. Das heißt, er ist hier... Was war denn das jetzt? Achso, das war die Aufgabe. Das heißt, er ist jetzt komplett ausgelevelt und fertig. Nehme ich an. Ja, also wenn er da raus ist, müsste das auf jeden Fall sein. Ja, jetzt kann ich mich hier drin leider gerade nicht umziehen. Oder wahrscheinlich schon, aber ich weiß ehrlich gesagt nicht, welche Taste ich dann drücken muss. Ich drücke immer die F-Taste. So, jetzt haben wir noch ein Problem. Das war, glaube ich, relativ weit unten. Ja, genau. Wenn ich die jetzt ausziehe, ja, ich habe es gewusst, dann sind meine Flügel jetzt auch wieder weg. Och, das ist so blöd gemacht. Normalerweise, wenn man Sachen für eine Quest anzieht, verliert man die Sachen nicht, die man anhat. Aber es fehlen mir nur die Flügel, oder? Ja gut, auf dem Kopf hatte ich ja im Endeffekt nichts an. So, okay, jetzt sehe ich wieder aus wie ich selbst. Ja, auf dem Kopf hatte ich nichts an, deswegen wahrscheinlich. Ja, ich würde sagen, ich bleibe dann auch mal direkt hier unten stehen. In der nächsten Folge werden wir auf jeden Fall mit Scar weitermachen. Der ist jetzt nur leider noch nicht auf Level 10 gelevelt. Da muss ich da mal schauen, wie wir das am besten machen. Oder ich werde erstmal eine andere Quest dazwischen schieben. Aber ich denke, wir werden erstmal mit Scar weitermachen, mit der aktuellen Quest. Und je nachdem, wenn die zu kurz ist für eine ganze Folge, dann können wir noch eine andere Quest hinterher schieben von Wally, weil ich ja jetzt endlich, ja, das fehlende Teil für die aktuelle bzw. letzte Fragezeichen Wally-Quest gefunden habe. Ja, ich bedanke mich erstmal fürs Zuschauen und hoffe, wir sehen uns dann in der nächsten Folge wieder. Bis dann. Ciao. Vielen Dank für dein Like. Wenn du mehr davon sehen möchtest, darfst du mich natürlich auch gerne abonnieren.